Ja, wunderbar. Vielen Dank, Herr Radke, und vielen Dank für diese Ehre, hier Mercator-Professor zu sein. Jetzt muss ich erstmal richtig ins Blick nehmen, da vorne, ne? Und da hinten und da oben. Sehen Sie mich alle? Hören Sie mich alle? Das Stichwort mit dem Gewinn, das muss ich sozusagen außerhalb meines Manuskriptes beantworten, ne? Die meisten Menschen beantworten die Frage, was ist das Ziel eines Unternehmens, ist Gewinn zu erwirtschaften. Wenn Sie das auch tun, dann kann ich Ihnen nur sagen, tun Sie das sofort vergessen. Das ist nämlich bei uns in Heidelberg, würde man sagen, grottefalsch. Das ist grottefalsch, ne? Gewinn ist für ein Unternehmen nicht Ziel, sondern Bedingung. Das ist was ganz anderes, ob ich eine Bedingung habe oder ob ich ein Ziel anstrebe. Ein Ziel können Sie anstreben oder bleiben lassen. Eine Bedingung ist etwas, was unverzichtbar ist. Beobachten Sie sich selbst. Also das Ziel unseres Lebens ist nicht zu atmen, sondern das Atmen ist eine Bedingung. Wenn es ein Ziel wäre, dann könnte man sagen, na, heute tun wir mal nur ausatmen, morgen tun wir gar nicht atmen, nächste Woche tun wir einen ausatmen und so. Nein, das ist, da lässt sich nicht drüber handeln, verstehen Sie? Das Atmen ist eine Bedingung. Und wenn ich mit meinem Atmen durcheinander komme, dann geht es mir schlecht. Dann geht es einem schlechter. Also das darf ich mal vorweg schicken, dass ich das nachher nicht vergesse. Der Gewinnbegriff ist was ganz, ganz Wichtiges. Vielleicht können wir nachher noch auf die Frage des Begriffs zurückkommen. Aber jetzt muss ich dann doch schauen, dass ich da reinkomme. Die Treppe wird von oben gefegt. Ist ja kein so alltäglicher Titel für eine akademische Veranstaltung, ne? Und da Essen zwar noch nicht so eine traditionsreiche Universität ist wie die meiner Heimatstadt Heidelberg, gleichwohl, ne? Also er hat ja auch eine Kette wie der Rektor von den alten Universitäten, müssen wir so ein bisschen die Sache akademisch auffassen. Aber das kann man mit so einem Titel wie die Treppe wird von oben gefegt, weil das leuchtet ja ein, ne? Dass man eine Treppe von oben fegen soll. Ne? Leuchtet doch ein, ne? Treppe von oben fegen, das ist, weiß jede Hausfrau, nicht nur jede Schwäbische, sondern alle anderen auch. Das ist einfach vernünftiger. Und was meine ich damit? Was soll ich damit aufdrücken? Naja, weil es ja, die Dinge wirklich von ihrer Ursache her denken. Und wenn Sie sich jetzt mal genau beobachten beim Handeln, na, das Handeln fängt ja eigentlich immer mit dem Denken an. Ne? Sollte mit dem Denken anfangen. Ne? Wie heißt der Spruch? Denke erst und handle dann und handelnd denke stets daran. Das ist eine Maxime, die man sich unmittelbar aneignen kann. Ne? Denke erst und handle dann und handelnd denke stets daran. Ne? Und wenn Ihnen im Leben was misslungen ist, dann haben Sie es eben umgekehrt gemacht. Ne? Dann haben Sie erst gehandelt und dann gedacht. Ne? Ganz einfach. Ne? Also, das Denken ist der Ursprung. Ich gehe gerne vielleicht sogar noch einen Schritt weiter und sage, für uns als Menschen fängt es alles eigentlich mit dem Träumen an. Ne? Was man nicht träumen kann, kann man nicht denken. Beobachten Sie sich mal selbst. Ne? Das Träumen ist ja eine Qualität, die wir als Menschen ganz besonders haben. Ne? Träumen, Tiere können nicht träumen. Prüfen Sie es nach, Tiere können nicht träumen. Wenn ein Hund beim Schlafen mit dem Schwanz wackelt, dann heißt es nicht, dass er träumt. Ne? Träumen, was ich nicht träumen kann, kann ich nicht denken. Was ich nicht denken kann, kann ich nicht wollen. Und was ich nicht will, jetzt sage ich schon mal gleich, sollte ich auch nicht tun. Und da merken Sie schon, wo das Problem liegt, dass wir eben nicht die Treppe von oben kehren. Nämlich viele Menschen tun Dinge, die sie gar nicht wollen. Dann haben sie ein zunehmend größeres Problem. Versetzen Sie sich da mal rein. Ich mache ständig Dinge, die ich eigentlich nicht will.
Dann gibt es Menschen, die wollen Dinge, die sie nicht gedacht haben. Da kann man fragen, ja, wo lassen sie denken? Und jetzt wird es hochgefährlich, weil wo ist man denn dann, wenn man Dinge will, die man nicht gedacht hat? Ja, dann ist man im Bereich der Ideologien. Und Ideologien führen meistens zu Opfern in Millionengrößenordnung. Kapitalismus, Sozialismus, Kommunismus, Nationalsozialismus. Als kleiner Bub kann ich mich erinnern, wenn dann so gesprochen wird über das Dritte Reich, dann haben die meisten Menschen gesagt, ja, das haben wir nicht gewollt. Das hat man nicht bedacht. Ne? Das hat man nicht bedacht. Diese Ideologien sind wirklich, das ist eine Erfindung vom Teufel. Ne? Dass man Ideologien anheimfällt und meint, das wäre richtig, und sich dann dafür einsetzt mit seiner Lebenskraft und dann eine unglaubliche Spur der Verwüstung seelisch und tatsächlich hinterlässt. Ne? Etwas, was uns immer wieder klar machen muss. Die Ideologien sind ein großes Problem. Und als die Wende war, hatte ich so ein Radio-Feature gehört, von dem Václav Havel, das war dann der spätere Präsident, damals war er das noch nicht, der spätere Präsident der Tschechischen Republik, Václav Havel. Vielen ist er sicher noch bekannt. Und er wurde in dem Interview gefragt, ja, warum denn die Ideologien so anziehend werden. Und da hat er etwas gesagt, was ich nie mehr vergessen habe, deswegen kann ich Ihnen heute auch sagen. Was hat er gesagt? Warum sind Ideologien so anziehend für Menschen? Ja, weil sie auf alles eine Antwort haben. Das ist das Problem, da muss man sich vorhüten. Wenn man glaubt, man hätte auf alles eine Antwort, dann ist man entweder in einer eigenen oder überhaupt in der Ideologie und dann wird einem deutlich, naja, die Antworten kommen immer aus der Vergangenheit. Die Zukunft wird mit Fragen bewältigt. Oder man könnte auch sagen, und da will ich eigentlich jetzt raus, die Ideen sind das, was unser Leben gestaltet. Und es fängt wieder im Geistigen an. Wir Menschen sind ja geistige Wesen. Wir leben zwar mit unseren Füßen auf der Erde, gar keine Frage, und wir sind erdgebunden, aber eigentlich sind wir geistige Wesen, ne? Im Gegensatz zu den Tieren. Ne? Deswegen ist unser Rückgrat, bewegt sich nicht in der Horizontalen auf der Erde, sondern in der Vertikalen. Wir sind geistige Wesen. Und das erleben wir dadurch, auch wenn Sie es nicht glauben, wenn wir in der Welt der Ideen sind, wenn wir Ideen haben, dann haben wir einen Zugang zur geistigen Welt. Und jetzt ist die Frage, wie bekommen wir den Zugang zur geistigen Welt? Ja, indem wir uns um Ideen bemühen. Ja, und was gestaltet dann unser Leben? Ja, Ideen. Ideen. Da muss man sich fragen, ja, was haben wir für Ideen? Schon morgens beim Aufstehen muss man sich fragen. So wie das der Josef Schumpeter hieß er, glaube ich, der sagte, naja, jeden Tag muss man sein Leben neu erfinden. Ne? Jeden Tag sein Leben neu erfinden. Stell dir mal vor, wenn wir das tatsächlich täten, dass wir unser Leben jeden Tag neu erfinden. Jeder Einzelne von uns ist ja ein Lebensunternehmer. Ne? Wenn Sie jeden Morgen, wenn wir aufstehen und sagen, auf was kommt es heute drauf an? Was will ich heute erreichen? Was will ich heute verhindern? Was will ich heute ermöglichen? Das ist eine unternehmerische Denkungsart. Und stellen Sie mal vor, alle Menschen würden das erstens machen und zweitens können. Na, wenn man das macht, dann kann man es auch mit der Zeit. Das ist eine Frage der Übung. Ne? Aber dieses,
dieses so Leben aus der Idee heraus, das wäre eine Sache, die uns enorm helfen würde. Und wenn man natürlich dann in der Gemeinschaft ist, dann muss man sich fragen, ja, was haben wir denn jeden Tag für eine Idee? Wie fassen wir die Situation auf, in der wir sind? Und das ist eine geistige Leistung, glauben Sie mir. Geistig ist nicht irgendwas, was da ganz, ganz weit weg im Himmel passiert, sondern das Geistige ist um uns herum. Wir müssen es nur ergreifen. Und wie kann man denn das Geistige ergreifen? Werde ich oft gefragt. Ich muss Ihnen sagen, das ist viel einfacher, als Sie denken. Sie müssen es als real nehmen. Das ist das Problem. Viele Menschen sind so verhaftet im materialistischen Denken, dass sie das Geistige nicht als eine Wirklichkeit nehmen. Sondern sie nehmen nur das Materielle als Wirklichkeit. Kann man natürlich sagen, ja, so ein Glas hier, ne? Das ist ja Materie, ne? Aber dass aus dem Quarz, Sand und was da sonst noch dazugehört, dass da jetzt ein Glas geworden ist, das ist eine Idee. Wenn einer nicht die Idee gehabt hätte, das so zu formen, und so, dann wäre das kein... Und alles, der Stuhl, auf dem Sie sitzen, alles, was Sie sehen, ne? Natürlich ist dieses Gebäude hier aus Stein und Beton und was sonst noch, ne? Aber es ist eine Idee. Muss eine Idee gewesen sein. Am Anfang war eine Idee. Was war die Idee? Und wenn man sich in diese Bewusstseinshaltung begibt, dass man immer sagt, ich will immer auf den Grund der Idee kommen, dann lernt man die Welt, die geistige Welt, als was Reales zu nehmen. Als was Reales, wo wir sozusagen dann die Verbindung herstellen zwischen der geistigen Welt und der materiellen Welt. Und was machen wir? Ja, indem wir mit den Ideen aus der geistigen Welt die materielle Welt bearbeiten, entsteht dann zum Beispiel hier so ein Auditorium Maximum. Natürlich brauche ich die ganzen Kiesladungen dazu und was man da alles braucht. Ne? Aber ohne Idee werden das nur ungeordnete Materie auf irgendwelchen Häufen. Ne? Lässt sich leicht vorstellen. Ne? Dadurch, dass man die Idee hat, gibt es dann halt ein Auditorium Maximum, was funktionsgerechter ist oder weniger funktionsgerechter. Ne? Und auch die Feuerschutzbestimmung muss eine Idee sein. Alles muss eine Idee sein. Ich glaube, das ist etwas, was uns fehlt und was uns dann auch fehlt für unsere persönliche Lebensgestaltung und was uns dann auch fehlt, dort, wo wir gemeinschaftlich tätig sind. Und jeder von uns ist ja irgendwo gemeinschaftlich tätig. Ne, weil eins kann man ja auch gut beobachten. Alleine kann man nicht tätig sein. Es gibt zwar viele Menschen, die sich das einbilden, dass sie alleine so und dass sie auf ihren beiden Füßen stehen. Es gibt viele Menschen, die sich das einbilden. Ne? Prüfen Sie das mal. Sagen dann, ich stehe auf meinen Füßen, ne? Ich sorge dafür. Na nein, wenn Sie es genau beobachten, stellen Sie fest, wir stehen immer auf den Schultern der Gemeinschaft. Wir stehen immer auf den Schultern der Gemeinschaft. Ohne die Gemeinschaft könnten wir nichts ausrichten. Frauen verstehen das leichter wie Männer, interessanterweise. Ne? Aber das liegt natürlich an so einer Eigenart, die die Männer haben. Die kann ja auch positiv sein, ne? Aber in dem Fall ist sie nicht so positiv. Dass man meint, man würde die Dinge mal bewirken. Na, nein, das auch ich hätte nicht DM-Drogeriemarkt zu so einem Unternehmen entwickeln können, wenn ich nicht von Anfang an Menschen gehabt hätte, die mich unterstützt hätten. Die mich unterstützt hätten, die dann auch später sich eingebracht haben und auch die Ideen, die bei uns im Unternehmen entstanden sind,
zum Ausdruck gebracht haben. Und wenn Sie bei dem Drogeriemarkt einkaufen, was ich Ihnen sehr empfehlen kann, und Sie können ruhig kommen, wir haben so viel, dass wir verkaufen müssen. Ne? Das ist eine Idee. Wenn Sie da in den Laden kommen, dann sagen Sie nicht, ah ja, da gibt es Zahncreme und das gibt es alles auch. Ne? Aber es ist eine Idee, dass so wie der Laden ist und so wie das Sortiment ist und so wie die Menschen da drin sind, ist eine Idee. Und so ist es auf der ganzen Welt. Glauben Sie mir, Sie bereichern sich unglaublich, wenn Sie alles, was um Sie herum ist, sich selbst und alles, was um Sie herum ist, immer aus der Brille angucken, was ist da für eine Idee dahinter. Wo habe ich das gelernt? Bei Goethe. Ne? Goethe hat es schön ausgedrückt. Ne? Man muss immer den Ding, die Idee finden, die in der Sache liegt. Egal, was Sie machen. Was hat es für eine Idee? Weil alles, was wir hervorbringen und was um uns herum ist, ist aus einer Idee gekommen. Und wenn Sie das dann bei sich geübt haben, ne, und Leben besteht nun mal aus Üben, ne, dann haben Sie auch kein Problem mehr mit dem Geistigen. Nämlich dann sind Sie mitten im Geistigen. Und dann erlebt man plötzlich, was man für eine Wirksamkeit entfalten kann. Und wenn man sagt, ja, was macht ein Unternehmer? Warum ist ein Unternehmer ein Unternehmer? Naja, weil er Wirksamkeit entfaltet. Weil er Wirksamkeit entfaltet. Weil die anderen drumherum sagen, ja, Donnerwetter, das ist ein Unternehmer, kein Unterlasser. Ne? Ist entfaltete Wirksamkeit. Und ich habe gerade vorhin erzählt, vor 40 Jahren, was haben wir jetzt? Haben wir den Dezember, also im Februar, Januar, Februar, Dezember davor, ne, habe ich hier angefangen, weil lebt ja in Karlsruhe, habe ich gesagt, na, jetzt wollen wir Läden aufmachen, wo findet man am schnellsten viel Läden? Na, dann gehen wir ins Ruhrgebiet. Ne? Gehen wir ins Ruhrgebiet, ne? Dann bin ich da mal ins Ruhrgebiet gefahren, ne? Das sah das hier so ähnlich aus wie jetzt in Peking, ne? Weil da gibt's nichts zu lachen. Das Ruhrgebiet hat sich toll entwickelt, ne? In den letzten, da kann man stolz drauf sein, ne? Aber wie das damals ausgesehen hat, also bin ins Ruhrgebiet gefahren und dann habe ich mir leerstehende Läden gezeigt, ne? Das waren halt einfach mehr wie da in Karlsruhe oder wo ich daher kam, ne? Und dann haben wir hier Läden eröffnet. Den ersten in Herne, Januar 1975. Dann in Essen, erste Weberstraße da oben. Wahrscheinlich 500 Meter von hier. Ne? Wir hätten es mal sehen sollen, wie das hier ausgesehen hat damals. Also hinziehen wollte ich da nicht. Ne? Erste Weberstraße, dann der dritte Laden. Dritte Laden war dann, der war schon in Neuss. Der vierte Laden in Essen-Steele. Eine runtergekommene Bruchbude, muss ich Ihnen sagen. Essen-Steele, ja, aber da waren auch viele Menschen. Und den Laden gibt es heute noch, nicht an der gleichen Stelle, aber gibt es heute noch. Essen-Steele. Vierte Laden war das, fünfte Laden in Mülheim an der Ruhr. Also jetzt will ich nicht weitermachen bis 1741. Würde die Zeit nicht reichen. Aber ich habe hier so, ich will Ihnen nur ein Gefühl vermitteln, wird jetzt im Februar 72 Jahre alt, da kriegen Sie dann so nostalgische Ergüsse. Ja? Das sieht, ne? Und da habe ich natürlich das Ruhrgebiet richtig kennengelernt, ne? Weil das musste ich ja alles selbst machen, ne? Stadtplan, nix Navi oder so, ne? Sondern Stadtplan und dann zu den Vermietern fahren und so weiter, ne? Und dann die Läden anmieten und dann die Läden eröffnen und dann, ja, da hat man so das Ruhrgebiet so richtig kennengelernt und ich muss Ihnen sagen, es gibt keine schönere Gegend in Deutschland wie das Ruhrgebiet. Und das können Sie überall sagen. Überall ist Ruhrgebiet. Oder andersrum gesagt, überall sind Menschen. Ne? Und auf was kommt es an? Dass man sich auf die Menschen einlässt. Das ist der Punkt. Ne? Natürlich haben meine
Freunde in Heidelberg und Karlsruhe gesagt, was machst du eigentlich im Ruhrgebiet? Das ist doch schrecklich, da ist alles immer Rauch und Dreck und so weiter. Ne? Sag ich, ja, aber da sind doch Menschen. Ne? Die brauchen Toilettenpapier, die brauchen Zahnpasta, die haben Bedürfnisse, die haben Kinder, die brauchen Windeln, brauchen Kindernahrung. Ne? Und da müssen wir uns doch drum kümmern. Ne? Da erlebt man dann eigentlich, naja, was es heißt, für andere tätig zu werden. Und was mir da deutlich geworden ist damals, ich habe so eine angeborene Unart. Aber ich würde sagen, das ist eine unternehmerische, das führt zu einer unternehmerischen Disposition, das kann ich Ihnen nur sagen. Und Sie werden staunen, woher ich das habe. Von Herbert Wehner. Wer kennt noch Herbert Wehner? Ja, das war ja, genau genommen war das liebevoll gemeint, so ein freundlicher Kotzbrocken. Ne? Aber der hat einen Satz immer gesagt, der Herbert Wehner, der hat mich schon beeindruckt damals, der hat gesagt, man darf sich nie mit der ersten Antwort zufrieden geben. Und dieses sich nie mit der ersten Antwort zufrieden geben, das ist eine unternehmerische Grundhaltung. Das ist eine unternehmerische Grundhaltung. Nie mit der ersten Antwort zufrieden geben. Mein Sohn hat es wohl genetisch geerbt. Nämlich als er so 4, 5 Jahre alt war, wenn die Buben im Fragealter sind, da hat er jeden Tag, ich habe gesagt, Christoph, jeden Tag 1000 Fragen, ne? Und das Problem war bei ihm aber, dass wenn man dann die Frage beantwortet hat, dass er damit nicht zufrieden war. Das konnte einen aufregen. Ne? Also wenn Sie sich das angewöhnen, nie mit der ersten Antwort zufrieden zu geben, dann passiert Ihnen genau das, was mir passiert, als meine Mutter dann mich mal besucht hat, als ich dann in der Lehre war mit 17 Jahren. Ich war dann am Bodensee und sie hat mich dann mal besucht, das waren ja noch große Reisen damals, wenn man da von Heidelberg am Bodensee fahren musste. Da war ich dann schon knappes halbes Jahr in der Lehre und da hat sie dann meinen Lehrchef gefragt und gesagt, ja, wie ist denn das so mit dem Götz? Ne? Und er sagte, ja, wir nennen ihn einen UU. Wissen Sie, was ein UU ist? Einen unangenehmen Untergebenen. Nämlich, er ist nie mit einer Antwort zufrieden. Fand ich deutlich, ne? Kann ich Ihnen nur empfehlen. Sind Sie nie mit einer Antwort zufrieden. Immer noch mal nachsetzen. Immer noch mal fragen, ist es wirklich so? Kann man es nicht auch anders machen? Und dann sind Sie genau in dem, was Unternehmerisches ausmacht. Ne? Und das Unternehmerische müssen Sie für sich in Anspruch nehmen. Nicht für Ihre Firma oder Ihre Dienststelle oder egal wo Sie sind, sondern für sich höchstpersönlich. Ne? Der Unternehmer, der hat so eine schwäbische Eigenart. Der sagt, das war zwar nicht schlecht, aber so geht's nicht weiter. Das ist ein krasses Gegenstück zu einem Bürokraten. Ein Bürokrat sagt, das haben wir gut gemacht und das machen wir jetzt immer so. Das ist bürokratische Gesinnung. Falls Sie die bei sich entdecken, kann ich Ihnen nur empfehlen, ausrotten mit Stumpf und Stiel. Ne? Der Unternehmer sagt immer, das war zwar ganz gut, aber so geht's nicht weiter. So geht's nicht weiter. Und jetzt können Sie mal durchgehen, bei sich persönlich, ist es manchmal schwieriger zu beobachten, immer schwieriger zu beobachten, aber wenn Sie mal so gucken, wo haben die Menschen ihre Probleme, meine Freunde und so rum, oder bei seiner Ehefrau oder Ehemann kann man es auch ganz gut beobachten, das ist ja das, was einen ärgert. Ne? Stimmt's? Das, was einen ärgert, ne? Anderen Unternehmen, können Sie es auch beobachten, so dieses Festhalten am Bestehenden, ne? Diese mangelnde Veränderungsbereitschaft. Das ist unser Problem. Wie heißt es im Goethes Faust? Der Faust ist ja, kann ich Ihnen nur wärmstens empfehlen, sich intensiv mit Faust zu beschäftigen. Da ist das ist ja so ein Menschheitsdrama, ne? Und wie der Höhepunkt im Faust,
und das ist gleichzeitig der Höhepunkt der deutschen Kulturentwicklung, würde ich sagen, ist die Wette zwischen Faust und Mephisto. Faust und Mephisto, ne? Die Wette lautet, werde ich zum Augenblicke sagen, verbleibe doch, du bist so schön, dann sollst du mich in Ketten schlagen, dann werde gerne ich zugrunde gehen. So, wenn wir das ernst nehmen, dann können wir eigentlich jeden Abend vorm Einschlafen sagen, ja, wie oft hast du heute schon wieder diese Wette verloren? Das ist genau unser Problem. Diese mangelnde Bereitschaft zur Veränderung. Dieses immer wieder Zurückfallen in alte Konventionen, in alte Verhaltensweisen und dieses Festhalten wollen an den alten Verhaltensweisen. Das macht uns kaputt und macht die Unternehmen kaputt, macht die Freundschaften kaputt, macht die Ehen kaputt, macht alle sozialen Beziehungen kaputt. Das ist wie eine Sklerose, ne, die uns verhärtet. Und die dann dazu führt, ne, also Sklerose führt dazu Herzinfarkt. Und Herzinfarkt, probieren Sie es nicht aus, Herzinfarkt führt unweigerlich zum Tod. Ne. Und das ist die Gefahr, in der wir sind, ne, ständig. Ne, und der Widersacher in uns, in dem Fall der Mephistopheles, der will uns festhalten. Der sagt, du musst auf deinen Rechten bestehen. Ja, nichts zugeben. Ja, nicht locker lassen. Ja, nichts abgeben. Alles behalten. Das macht's kaputt. Und so verschwindet dann zum Beispiel, ich denke, sage es gerade deswegen, auch wenn ich vielleicht das vom einen oder anderen falsch verstehe, riskieren muss, dass er mich falsch versteht, als ich vor 14 Tagen mit dem Zug von Wetter an der Ruhr nach Bochum gefahren bin, da fahren sie an diesem leerstehenden Opelwerk vorbei. Und wenn man dann diese ganze Biografie von dem Opelwerk mal sich klar macht, ich weiß noch genau, als das gegründet wurde damals, das war ja so eine Art, so ein Aufbruch im Ruhrgebiet, ne? Dieses Opelwerk, und jetzt sieht man diese leerstehenden Hallen, ne? Ja, das ist Festhalten. Das ist etwas, was wir uns erkämpft haben, das dürfen wir uns ja nicht ändern. Und eines Tages stehen die Hallen leer. Und genauso passiert es auch bei uns. Diese schleichende Sklerose, ne? Die uns Verhalten zur Gewohnheit macht und wir meinen dann auch noch, wir wären erfolgreich. Aber Leben ist immer Veränderung. Das können Sie beobachten bei den Pflanzen. Ne? Und stellen Sie mal vor, Ihre Pflanzen im Garten würden sagen, wir bleiben, wie wir sind. Ne? Dieses Stirb und Werde, ne? Wenn das da nicht ist. Stirb und Werde ist ein Schöpfungsprinzip. Und da gibt es ja fällt mir jetzt gerade ein, habe mir das nicht aufgeschrieben, Matthias Claudius, von dem kommt ja der berühmte Satz, hoffe ich, dass er es richtig sagt, wer nicht stirbt, bevor er stirbt, wiederhole es nochmal, wer nicht stirbt, bevor er stirbt, der verdirbt, wenn er stirbt. Das ist doch ein tolles Lebensprinzip. Wer nicht stirbt, bevor er stirbt, der verdirbt, bevor er stirbt. Also letzten Endes ist sozusagen die Vitalität, die von uns selbst als Lebensunternehmerschaft, von der Gemeinschaft, in der wir tätig sind, die liegt daran, wie es uns immer wieder gelingt, durch diesen Todespunkt zu gehen und Liebgewordenes loszulassen. Ja, warum haben viele, ich bin Vater von 7 Kindern, die sind Gott sei Dank jetzt alle draußen, ne? Ja, ist anstrengend. Und habe meine Frau immer bewundert. Ne? Aber wo ist das Problem in der Pubertät? Ja, das ist doch nicht das Problem der Kinder. Problem der Eltern. Weil die Eltern nicht loslassen können, so ein richtig goldiger 10-, 11-Jähriger, ne? Der ist halt mit 12, 13, ist der ungenießbar. Aber wo liegt das Problem? Die Eltern können sich nicht verändern.
Die wollen halt immer noch den lieben 9, 10, 11-Jährigen haben. Ne? Die sind ja auch wirklich goldig, die Buben in dem Alter. Aber es verändert sich halt. Ne? Und beim Unternehmen muss ich Ihnen auch sagen, damals mit den 5, 6, 7, 8, 9, 10 Läden im Ruhrgebiet, das war wunderbar. Ne? Da bist du, egal wo du hingekommen bist, hast jeden gekannt, dann hast du selbst eingestellt. Und ich glaube, Sie zwei sind von der M, gell? Die kommen mir so bekannt vor irgendwie. Ne? Wo haben wir uns gesehen? In Düsseldorf. Wo, in welcher Filiale? Nein, ich komme aus Wesel, aber wir haben uns letztes Mal in Düsseldorf gesehen. Wesel. Wie heißt der Bürgermeister von Wesel? Ne? Also das wollen wir jetzt hier nicht zitieren. Und die kennt man alle und so weiter. Ne? Und jetzt plötzlich kennt man die nicht mehr so. Ne? Aber wenn man die Dinge nicht mehr so kennt, und das ist der Erfolg vom Erfolg. Ne? Warum heißt Erfolg Erfolg? Haben Sie mal die Frage gestellt. Warum heißt Erfolg Erfolg? Überlegen Sie mal noch 2/10 Sekunden. Erfolg heißt Erfolg. Naja, weil er Folgen hat. Sonst wird das nicht Erfolg heißen. Dann würden wir es irgendwie anders nennen. Und was ist die Folge des Erfolges? Was ist die Folge des Erfolges? Dass ich nicht mehr so weitermachen darf, wie ich zum Erfolg gekommen bin. Und wenn Sie mir das mir nicht glauben, dann glauben Sie das bitte dem Herrn Albert Einstein, das ist ja kein kleines Licht, ne? Einverstanden? Albert Einstein, der sagte, wir können die Probleme von heute nicht lösen mit dem Denken, merken Sie, Denken, durch das die Probleme von heute entstanden sind. Ja, weil es heißt doch, kurz gesagt, wir müssen immer neu denken. Wir müssen immer neu denken. Immer neu denken. Nicht sagen, ah ja, gestern, vorgestern, letztes Jahr, vor 3 Jahren, vor 10 Jahren, machen wir immer noch so, ne? Wir müssen es immer wieder neu denken. Und wenn wir das nicht tun, werden die Probleme immer größer. Warum sind im Ruhrgebiet die Probleme so groß geworden? Ja, weil man gemeint hat, der Kohlebergbau wäre für die Ewigkeit. Ich lebte ja damals im Süden, war noch nie im Ruhrgebiet. Aber mich hat es als 12-, 13-Jähriger, die Kohlekrise kam ja für die Älteren hier, Sie werden sich daran erinnern, die kam ja wie ein Blitz aus heiterem Himmel ins Ruhrgebiet. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Plötzlich sind die Bergwerke buchstäblich auf ihren Kohlen sitzen geblieben. Die Älteren werden sich daran erinnern. Und dann, ich war damals sehr, sehr interessiert, so als 13-, 14-Jähriger. Und dann habe ich immer in der Zeitung gelesen, Fernseher gab es bei uns nicht, in der Zeitung mal gelesen, wie dann demonstriert wurde im Ruhrgebiet für die Arbeitsplätze. Und was mich am meisten begeistert hat, das waren die Bergmannskapellen, die da vorne her sind. Und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, guck doch, das ist doch unmöglich, ne? Die Bergleute da, wie die da demonstrieren, sagt er, du Götz, hat er zu mir gesagt, die demonstrieren nicht um ihre Arbeitsplätze. Ja, sage ich, für was demonstrieren sie dann? Und dann hat er gesagt, ja, du glaubst doch nicht, dass die um ihre Arbeitsplätze demonstrieren. Es gibt ja nichts Ungesünderes und weniger Lustvolles, wie unter Tage zu arbeiten, schlechte Luft einzuatmen, sich eine Krankheit einzufangen und dann auch 20 Jahre früher zu sterben. Aber das kann ja das Ziel sein, sage ich. Ja, warum demonstrieren sie dann? Sage ich, ja, die demonstrieren für ihr Einkommen. Und da ist bei mir ein Groschen gefallen. War ich 14 Jahre alt. Aber wie man sich verblenden lässt und meint dann, ja, die demonstrieren für ihre Arbeitsplätze. Nein, nein. Wenn sie leben wollen in unserer Gesellschaft, brauchen sie ein Einkommen. Das haben die Kumpel natürlich auch gewusst, ne? Weil die Familien haben schon drauf gewartet, wenn am Wochenende
mit seiner Lohntüte nach Hause kam. Ne? Die demonstrieren für ihre Arbeit, für ihr Einkommen. Und da ist mir damals schon mehr so ahnend, ist mir klar geworden, das sind zwei Paar Stiefel. Ein Einkommen zu bekommen, das braucht man, wenn man leben will, und eine Arbeit zu haben. Ja, warum braucht man die Arbeit? Jetzt fragen Sie sich mal selbst, warum brauche ich die Arbeit, die ich mache? Zu leben. Eben nicht. Um sich leben. Eben nicht, um zu leben. Um zu leben, braucht man das Einkommen. Vielen Dank für den Zwischenruf, der hätte von mir sein können. Nein, nein. Das ist ein absoluter Denkfehler. Absoluter Denkfehler. Das Einkommen brauchen wir, um zu leben. Jetzt könnte man aber sagen, naja, gut, wenn du dann das Einkommen hast, dann ist ja alles gesettelt. Warum brauchst du dann noch die Arbeit? Nein, die Arbeit brauche ich doch, um mich als Mensch, mir als Mensch bewusst zu werden in meiner sozialen Wirksamkeit. Und das hat mich dann später immer verfolgt, da habe ich mir gesagt, ja, klar, das habe ich ja dann erlebt so im Beruf, ne, wie dann die anderen immer als Lehrling erst und dann später, als ich dann selbstständig war, ist mir das klar geworden, habe ich gesagt, ja, logisch. Das Einkommen hat eigentlich mit der Arbeit gar nichts zu tun. Das müssen wir strikt voneinander trennen. Nämlich das Einkommen brauche ich zu leben. Aber die Arbeit brauche ich, um mich entwickeln zu können. Und jetzt fragt sich mal jeder von Ihnen, bitte nehmen Sie es ernst, ja, warum bin ich heute so, wie ich bin? Ja, durch die Arbeit, die ich gemacht habe in den vergangenen 10, 20, 30 Jahren. Die Arbeit hat mich geformt. Die Arbeit hat aus mir das gemacht, was ich heute bin. Also könnte man auch sagen, das Einkommen brauche ich zu leben, aber die Arbeit brauche ich, ja, was brauche ich die dann? Ja, um über mich hinaus zu wachsen. Das ist doch die Aufgabe, die wir haben. Das unterscheidet doch den Menschen vom Tier. Also wenn sie als, der Raum ist ja hoch genug, wenn sie als Giraffe geboren, wenn wir als Giraffen geboren werden wären, geboren worden wären, ja. Wenn wir als Giraffe geboren worden wären, ich gebe Ihnen Brief und Siegel, würden wir auch als Giraffen sterben. Noch keiner von uns hat beobachtet, dass aus einer Giraffe plötzlich ein Löwe geworden ist und auf dem Löwe plötzlich ein Eichhörnchen und so. Das gibt's nicht. Aber jetzt schauen Sie sich doch mal selbst an und denken Sie an Ihre Klassenkameraden und so weiter. Das ist doch völlig ergebnisoffen, was wir werden in unserem Leben. Keiner von uns hier weiß, was aus ihm noch wird. Ich muss Ihnen sagen, das wissen Sie auch nicht, wenn Sie 72 Jahre alt sind. Was da noch alles passieren kann. Was sich da noch verändern kann im Leben. Dramatisches, undramatisches. Glückliches, unglückliches. Aber eins ist sicher. So wie wir heute sind und wie wir geboren sind, so sterben wir nicht. Das heißt also, der Riesenunterschied für einen Menschen ist, dass der Mensch eben nicht ein determiniertes Reizreaktionswesen ist. Das ist nur ein Tier. Sondern ein ergebnisoffenes Entwicklungswesen. Und das Potenzial, was er mitbringt, wenn er auf die Erde kommt, und die daraus mögliche Entwicklung, die wird determiniert durch sein Umfeld auch. Auch durch sein Umfeld. Wir stehen auf den Schultern unserer Gemeinschaft und deswegen sind Unternehmen so wichtig und deswegen müssen wir uns auch klar machen, philosophisch klar machen, ist für mich der Mitmensch Mittel oder Zweck? Das ist eine Kantsche Frage, ne? Aber die kann man auch auf sich beziehen. Ist für mich der Mitmensch Mittel oder Zweck? Ich habe das Glück, 5 Töchter zu haben, ne? Und da gibt es ja dann auch Verehrer, ne? Das habe ich Ihnen immer gesagt, willst du gelten, mach dich selten, ne? Mach dich rar, sei ein Star, ne? Aber die Frage muss man sich
stellen in jeder Beziehung, betrachtet mich der andere als Mittel oder als Zweck? Und das müssen wir uns fragen, betrachten wir den Mitmensch als Mittel oder als Zweck? Also jetzt in Praxis bezogen auf so ein Unternehmen wie dem Drogeriemarkt, ist es eine ganz wichtige, ja, im faustischen Sinne, Gretchenfrage. Sehen wir, wo ist der Zweck von dem Drogeriemarkt? Was ist der Zweck und was ist Mittel? Das ist doch eine spannende Frage. Was ist Zweck und was ist Mittel? Und jeder, der Verantwortung trägt für andere Menschen, das tun ja mehr oder weniger die meisten, obwohl sie es manchmal gar nicht bewusst machen, ist der andere für mich Mittel oder Zweck? Und wenn man jetzt so fragt, was ist denn die Aufgabe von dem Drogeriemarkt, kann man sagen, naja, Zahncreme, Zahnbürsten, Seife, Windeln und all diese 12.000 Artikel, die wir haben, kann ich jeden Einzelnen empfehlen. Ne? Also wir stehen hinter jedem Einzelnen. Ne? Kann ich Ihnen nur empfehlen. Sie sollten es mit Maßen, nicht nach dem Motto, je mehr, desto besser, sondern mit Maßen in Anspruch nehmen. Aber je häufiger, desto besser für uns. Ist das der Zweck? Und da würden die meisten sagen, ja, das ist der Zweck. Nein, das ist das Mittel. Der Zweck sind unsere Kunden. Und wer sind unsere Kunden? Die sich zu fragen, was ist der Begriff des Kundens? Wie definiere ich den? Können Sie sich das mal selbst prüfen? Wie definiere ich den Begriff des Kunden? Und da kann ich Ihnen nur eins sagen, alle guten Dinge sind drei. Suchen Sie bei allem immer nach drei, in drei Richtungen. Ne? Da muss man nicht religiös sein. Aber das Prinzip der Dreiheit ist ein Schöpfungsprinzip. Suchen Sie immer, wenn Sie nur eins haben, ist zu wenig. Wenn Sie nur zwei haben, ist immer noch zu wenig. Suchen Sie nach dem dritten. Alle guten Dinge sind drei. Also, drei Kunden hat man immer. Jeder von Ihnen, Sie können es jetzt nachprüfen. Begebe mich auf Glatteis, wie Sie merken. Ne? Also, erstmal hat ja jeder in sich die Frage, was ist meine Lebensaufgabe? Je bewusster sich man das macht, desto erfolgreicher wird man. Aber auch wenn man sich nicht bewusst macht, hat man eine Aufgabe. Und wenn Sie diese Aufgabe erfüllen wollen, dann brauchen Sie Menschen, die Ihnen helfen. Übersetzt auf die Sprache eines Unternehmens, ein Beispiel von dem Drogeriemarkt, ist, das sind unsere in Deutschland 32.000 Kolleginnen und Kollegen, zwei davon sitzen hier. Sind noch welche da? Ah, guck, da ist noch einer. Hallo. Das sind natürlich unsere wichtigsten Kunden, unsere Kolleginnen und Kollegen. Es gibt zwar noch die Käufer, die sind auch ganz wichtig, und dann gibt es noch die Lieferanten, die sind auch ganz wichtig, weil ohne Ware hat der Kaiser sein Recht verloren bei uns. Ne? Aber die Kolleginnen und Kollegen sind natürlich die wichtigsten. Wenn uns nicht, und zwar aus zwei Gründen. Erstens, was bringt denn ein Mitarbeiter, also eine Kollegin, wie lange sind Sie schon bei der M? 25 Jahre. Kann man gratulieren oder muss man kondolieren? Ne? Das kann ich natürlich sagen, was hätte aus ihr werden können, wenn sie nicht zu DM gekommen wäre. Frage muss man berechtigt stellen. Also seit 25 Jahren ist sie bei dem Drogeriemarkt. Was tut sie denn eigentlich bei dem Drogeriemarkt? Tut sie da arbeiten? Hat sie da ihre Arbeitszeit? Nein, nein, sie bringt ihre Lebenszeit ein. Das ist schon eine ganz andere Dimension. Und wir als Unternehmen müssen uns auch sagen, ja, wir verfügen über die Lebenszeit von dieser Kollegin. Das ist doch eine gewaltige Verantwortung. Deswegen habe ich gesagt, was hätte aus ihr werden können, wenn es nicht zu dem gekommen wäre. Gell? Wir verfügen über die Lebenszeit von dieser Kollegin, 25 Jahre lang. Und wenn es uns da nicht gelingt, ihr mehr zu transportieren, nur natürlich braucht sie ein Einkommen, sonst kannst du nicht leisten, bei uns zu arbeiten. Ne? Aber ihre Arbeit ist doch unbezahlbar für uns.
Das können Sie doch gar nicht bezahlen. Wie wollen Sie das bezahlen? Und da, wenn Sie das mitnehmen heute Abend, dann glaube ich, hat es was gebracht. Dann werden Sie feststellen, Einkommen ist nie die Bezahlung von Arbeit. Sie können Arbeit nicht bezahlen. Sie können es nur ermöglichen. Und das ist wie eine kopernikanische Wende. Wie eine kopernikanische Wende. Glauben Sie? Als die Menschen klar geworden ist, dass die Erde keine Scheibe ist, sondern eine Kugel, ihr Weltbild geändert haben, kopernikanische Wende, haben sich plötzlich ganz andere Möglichkeiten ergeben, um die Realität der Schöpfung zu erfassen. Und es ist genauso, wenn Sie sich auf den Standpunkt stellen, Arbeit ist nicht bezahlbar, sie muss ermöglicht werden. Und dann merken Sie, dass man nicht von Lohn sprechen darf, sondern die Menschen brauchen ein Einkommen, um überhaupt arbeiten zu können. Also muss unsere Aufgabe sein, dafür zu sorgen, dass Menschen arbeiten können. Deswegen bin ich Verfechter des bedingungslosen Grundeinkommens. Da drüben gibt es ein Buch, das ist das mit dem Roten. Kann ich Ihnen wärmstens empfehlen zu kaufen. Da steht das alles drin. Aber das wäre ein anderer Vortrag. Also, das ist der erste wichtigste Kunde. Der zweite wichtigste Kunde sind natürlich Sie, wo Sie alle morgen zu dem Drogeriemarkt gehen. Ja klar, für was sind wir denn schon da? Wenn Sie nicht mehr kommen, glauben Sie mir, machen wir den Laden zu. Wenn Sie nicht mehr kommen, machen wir den Laden zu. Weil ich kann ihr ja nicht zumuten, dass sie in einem Laden steht, wo keiner kommt. Kann ich doch nicht verantworten. Stellen Sie mal vor, die sagt dann, ich bin 25 Jahre bei DM, aber ist noch nie einer gekommen. Ne? Wie wollen Sie das verantworten? Das ist unglaublich. Ne? Weil diese, meine Kollegin, ich weiß ihren Namen nicht, deswegen muss ich es so ansprechen, ja, die wacht doch an Ihnen auf. Die wacht doch an Ihnen, als wenn Sie reinkommen bei uns kaufen, dann geben Sie ihr die Bestätigung, dass es Sinn macht, da tätig zu sein in der Filiale in Wesel. Ist ein Ausflug wert, ne? Sie merken es schon. Ne? Dass es Sinn macht, in Wesel in der Filiale zu sein. Die kann nicht sagen, ja, der Herr Werner, der findet es ganz lustig, dass ich hier bin. Nein, nein, der Kunde bringt den Sinn. Also, die sind ganz wichtig. Aber natürlich, in ihrer Vielzahl sind sie ganz wichtig. Jeden Tag kommen zu uns 1,9 Millionen Kunden. Stellen Sie mal vor. Ich werde schon ganz verrückt heute Abend, weil ich mir sage, ja, hoffentlich kommen die morgen auch. Stellen Sie mal vor, die kommen morgen nicht. Stellen Sie mal vor, die Kunden kommen morgen alle nicht. Also wer hat vor, morgen bei der M einzukaufen? Gott sei Dank. Sind ein paar dabei. Nein, aber jetzt mal ernsthaft. Ne? Stellen Sie mal vor, die Kunden kommen morgen nicht. Ja, dann haben wir unsere Daseinsberechtigung verloren. Da können wir den Laden dicht machen. Kunde Nummer zwei. Auch sehr wichtig. Aber eine ganz andere Dimension wie Sie, wo Sie in Wesel schon 26 Jahre lang arbeitet. Oder wie viele Jahre waren es? 25, auch lang genug, ne? 25 Jahre lang arbeitet. Und dann haben wir noch die dritte Kategorie, sind unsere Lieferanten. Ja, unsere Lieferanten sind doch ganz wichtig. Wenn die uns dann beliefern, dann haben wir nichts zu verkaufen für sie. Also in unserem ganzen Unternehmen haben wir für 9 Tage Warenvorrat. Theoretisch, wenn Sie 9 Tage lang die Lieferanten überliefern, sind die Läden leer. Dann haben Sie prima Möglichkeiten, um die Regale zu putzen, ne? Aber alles andere sind die Regale leer. Merken Sie, das ist Wirtschaft. Da sind wir zwar auf dem Gebiet, haben wir eine führende Rolle, das nennt man Warenumschlag, ne? Oder Lagerdauer, aber das ist, muss man sich klar machen. Ne? Also ständig sind Menschen zugange, um dafür zu sorgen, dass bei uns Ware im Regal ist. Ne? Ware im Regal ist. Kolleginnen und Kollegen, 25 Jahre lang
Sie, solange Sie bei DM einkaufen. Ich kann Ihnen, kann nur hoffen, dass Sie, je häufiger Sie einkaufen, je häufiger sagen, ja, da will ich Stammkunde sein. Und dann die Lieferanten, die uns zuverlässig beliefern. Mit Ware, mit der Sie was anfangen können. Und die Sie in Ihren Lebensbedürfnissen weiterbringt und entschädigt. Ne? Also wenn Sie mal bei den Lebensmitteln gucken, ne, die heißen zwar alle Lebensmittel, aber das sind viele davon, sind Todesmittel. Ne? Da müsste man schreiben, Todesmittel. Zum Teil steht es ja auf den Packungen schon drauf. Ne? Gibt es noch Raucher hier? Ne? Da steht es immer drauf. Ne? Rauchen kann tödlich sein. Ne? Stellen Sie mal vor, wenn wir auf unsere Zahncreme schreiben würden, Zähne putzen kann tödlich sein. Wenn Sie die Zahncreme, die Zahnbürste verschlucken, passiert es auch. Ne? Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, ne? Wenn du nicht zu Ohren kommst. Aber dass man sich das mal klar macht, diesen Zusammenhang. Und dann gehen Sie in den Laden zu uns und kaufen dann tatsächlich so eine Tube Zahncreme. Bei ihr hier in Wesel. Und dann gehen Sie ans Regal. Ich will nur so ein bisschen Beispiel geben, dass wir unser Bewusstsein immer hinterfragen müssen. Und dann nehmen Sie die Tube Zahncreme aus dem Regal. Könnte auch eine Flasche sein. Geht ins Regal. Und dann gehen Sie zur Kasse. Und dann meinen Sie, jetzt müssen wir die Tube Zahncreme bezahlen. Stimmt's? Das meinen Sie doch, ne? Großer, folgenschwerer Irrtum. Die Tube Zahncreme, die Sie aus dem Regal nehmen, die ist schon bezahlt. Sonst können Sie es gar nicht rausnehmen. Sonst können Sie da gar nicht stehen. Jetzt wäre es natürlich falsch, wenn Sie sagen würden, naja, dann brauche ich ja nicht mehr bezahlen. Ne? Also das wäre ein Missverständnis jetzt, das muss man gleich ausräumen. Aber Sie müssen an die Kasse gehen und bezahlen. Warum müssen Sie an die Kasse gehen und bezahlen? Ja, damit wir wieder eine Tube Zahncreme bestellen können. Merken Sie, da haben wir ein Problem mit unserem Bewusstsein. Wir meinen immer, wenn wir eine Leistung in Anspruch nehmen, dann müssten wir bezahlen, damit wir quitt sind mit dem, der für uns die Leistung erbracht hat. Das ist ein Irrtum. Wir müssen die Leistung bezahlen, dass das weitergehen kann, dass der Mensch leben kann. Also bezahlen ist immer ist nicht eine Richtung in die Vergangenheit, wie das gedacht wird und leider Gottes an den Universitäten auch gelehrt wird, mit Ausnahme Essen-Duisburg. Ab heute. Sondern wenn ich jemand anderen was bezahle, tue ich immer Zukunft eröffnen. Und übernehme natürlich auch dann Verantwortung mit für das, was der in der Zukunft macht. Das ist ein ganz anderes Bewusstsein. Wenn Sie plötzlich sagen, naja, dadurch, dass ich die Dinge in Anspruch nehme, applaudiere ich für die Leistung. Ich sage immer, unser Umsatz ist der Applaus der Kunden. Wenn Sie etwas konsumieren, dann geben Sie gleichzeitig den Auftrag, weiter produzieren. Also wenn es Ihnen nicht passt, dass Dinge hergestellt werden, dann dürfen Sie es auch nicht konsumieren. Weil immer wenn Sie konsumieren, sagen Sie eigentlich, gut gemacht, weiter so. Das muss er sich klar machen. Und dann ändert sich der Blick. Ne? Das ist wie beim Bezahlen oder Ermöglichen. Wenn Sie bezahlen, tun Sie ermöglichen. Das ist ganz, ganz wichtig für unser Gesellschaftsbewusstsein. Weil unsere ganze Gesellschaft wird ja getragen von dem Bewusstsein der Menschen, die in der Gesellschaft mitwirken. Und glauben Sie, es wird nichts auf der Welt hergestellt, wenn es nicht von Menschen auch konsumiert wird. So wie wir unseren Laden sofort dicht machen in Wesel, wenn da keiner mehr kommt, genauso wird jede Produktion sofort eingestellt, wenn der Absatz stockt. Ne? Muss ich immer klar machen. Das sind nicht irgendwelche höheren Mächte, die einem. Nein. So, und jetzt
Möchte Sie, wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? Ist noch keiner rausgegangen? Noch auf den Zusammenhang ausmachen. Wenn Sie mal sich so angucken in Ihrer Lebensbefindlichkeit, da werden Sie feststellen, es gibt so zwei Aggregatzustände, in der ich mich befinde. Es gibt den Aggregatzustand, den hat man als Säugling sehr stark, ne, dass man Leistung empfängt. Ne? Dass man Leistung empfängt, das ist dann bei einem kleinen Kind ist es ganz stark. Ne? Alle kümmern sich um den Kleinen. Ne? Und so. Ne? Und dann gibt es so eine Geschichte, wo ein Ehepaar schon jahrelang kinderlos ist. Ne? Und endlich sind schon 6 Jahre verheiratet, wird die Frau schwanger. Alle freuen sich wahnsinnig auf das Kind. Und dann kommt das Kind auf die Welt und dann sind sie ganz begeistert. Es ist ein Junge sogar geworden und Mädchen wäre noch schöner gewesen, ne? Aber ein Junge geworden. Ja, die Mädchen sind netter, das kann ich nur sagen. Ne? Ich habe 5 Töchter und 2 Söhne. Also das Kind wächst auf, wird 1 Jahr alt, wird 2 Jahre alt. Alles kümmert sich um das Kind ständig, sorgt man sich um das Kind. Aber es fängt nicht an zu sprechen. Fängt dann an zu sprechen. Schon 3 Jahre alt, spricht immer noch nicht. Und dann ist es schon fast 4. Und eines Tages beim Mittagessen schiebt es den Suppenteller weg und sagt, die Suppe ist verbrannt. Da sagen alle, ach, was ist denn los mit dir? Du sprichst ja plötzlich. Warum hast du bisher nicht gesprochen? Sagt er, ja, bisher war alles in Ordnung. Also, die Situation, ne, man, es wird für alles gesorgt. Aber je älter man wird, desto mehr merkt man dann, dass es dann plötzlich Menschen gibt, die wollen auch was von einem haben. Ne? Die fordern sozusagen Leistung an. Und dann fängt man an, andere zu versorgen. Also man wird dann produktiv, um das akademisch auszudrücken. Ne? Im einen Fall ist man Konsument, im einen Aggregatzustand ist man Konsument. Jeder von Ihnen muss Konsument sein. Und im anderen Aggregatzustand ist man Produzent. Unterschiedliche Dinge werden da produziert, ganz unterschiedliche Dinge. Zuneigung, Fürsorge, bis hin, dass jemand Autos zusammenschraubt. Ne? Bei Opel in Bochum nicht mehr. Man Produzent. Und was mir dann klar geworden ist, weil wir haben es ja immer so mit Egoismus zu tun, ne? Warum sind wir Menschen egoistisch? Egoismus ist was ganz Selbstverständliches und Natürliches. Weil als Konsumenten bleibt uns gar nichts anderes übrig, als Egoisten zu sein. Doch logisch, ne? Also wenn Sie was einkaufen, dann müssen Sie das einkaufen, was Ihnen gut tut. Und nicht, was dem Händler gut tut. Aber wenn wir Produzenten sind, dann muss sich unser Bewusstsein sozusagen auf den Kopf stellen. Nämlich dann sind wir umso erfolgreicher, je altruistischer wir sind. Als Händler, als Produzent, der ja Bedürfnisse anderer Menschen zu befriedigen hat, muss man altruist sein, muss man sich ständig den Kopf darüber zerbrechen, wie kann ich das noch besser und einfacher und wirksamer und gesundheitsfördernder oder egal wie machen. Wie kann ich meine Leistung? Und das ist eine altruistische. Und ich habe ja als auf meinem Lehrstuhl da in Karlsruhe mit Entrepreneurship viel mit Gründern zusammengearbeitet. Ich kann Ihnen sagen, die Gründer, gibt es hier Gründer? Gründer haben das große Problem, dass sie Dinge machen, von denen sie selbst überzeugt sind. Man könnte auch sagen, die sie selbst gerne machen. Ne? Aber wo die Frage noch offen bleibt, ob es auch Menschen gibt, die es wollen. Ne, da gibt es einen schönen alten Spruch, der ist älter wie ich, der heißt, der Wurm muss dem Angler, dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Ne, also auch wir bei dem
Wir müssen uns immer fragen, was wollen die Kunden? Und ist das, was wir machen, so, dass es den Kunden gefällt und dass es wir verantworten können? Das kommt natürlich dazu, dass es wir verantworten können. Und da muss man sich fragen, ja klar, wir haben ganz viele Raucher bei uns im Unternehmen, aber müssen wir deswegen Zigaretten verkaufen? Es gibt ja genügend andere, die das machen. Es gibt ganz viele Menschen, die Alkohol trinken. Gehörte früher auch mal dazu, aber nur kurz. Weil ich war Leistungssportler, da hat man keinen Alkohol getrunken. Deswegen habe ich mir das nie angewöhnt. Also, aber deswegen müssen wir keinen Alkohol verkaufen. Können andere machen. Wir konzentrieren uns auf die Dinge, die wir für notwendig und für sinnvoll erachten. Und so kann das jeder Mensch sich klar machen und sagen, wenn ich für andere tätig werde, habe ich die Bedürfnisse des anderen im Auge. Und zwar die Bedürfnisse, die ihn dazu in die Lage versetzen, seine Biografie besser zu gestalten, als er ohne meine Leistung das gestalten könnte. Das ist eigentlich die ganz einfache Marketingregel. Das ist Marketing. Bedürfnisse seiner Mitmenschen im Auge zu haben. Und da muss man natürlich sich für die Mitmenschen interessieren. Und deswegen sagt man, Händler kann man nur sein, wenn man freundlich ist. Was heißt denn freundlich? Ja, man hat Interesse am anderen Menschen. Und je mehr ich mich für den anderen Menschen interessiere, desto besser kann ich seine Bedürfnisse erfassen. Und jetzt muss ich mich fragen, aus was für einer Verantwortlichkeit heraus tue ich die Bedürfnisse des anderen Menschen befriedigen. Und da wissen Sie, dass es viele Bedürfnisse gibt. Ich sage mal so salopp, das sind die Bedürfnisse unterhalb der Gürtellinie, ne? Weil der Mensch ja auch eine Triebnatur hat, können Sie natürlich auch befriedigen, sehr erfolgreich. Es ist nur die Frage, ob Sie sagen, kann ich das verantworten? Muss ich dem einen Beitrag leisten? Die Frage muss man sich stellen. Ne? Da gibt es eine schöne Szene, wir sind wieder beim Faust, im Prolog zum Faust. Im Prolog zum Faust gibt es eine wunderbare Stelle. Da ist der Herrgott und der Mephisto. Und der Mephisto, und wir würden heute sagen, der Mephisto ist dabei, den Herrgott anzumachen. Ne? Und da sagt er zum Herrgott, ja, guck mal, was du da gemacht hast, die Menschen geschaffen. Guck doch mal, was das für verführbare, korrumpierbare, unvollkommene Wesen sind. Ne? So versucht er, den anzumachen. Nun, der Herrgott lässt sich ja nicht anmachen. Ne? Sonst hätte er ihm vielleicht eine Ohrfeige gegeben, ne? Aber der sagt dann zu ihm, nachdem er meint, jetzt hat er genug da resoniert, sagt er zu ihm, und jetzt Original Goethe, nun gut, also wir würden sagen, Hals Maul, ne? Nun gut, es sei dir überlassen, zieh diesen Geist, und das deutet er eben auf den Faust, zieh diesen Geist, damit meint er den Menschen als geistiges Wesen, zieh diesen Geist von seinem Urquell ab. Das wäre doch eine interessante Frage, dass man sich mal fragt, wo ist eigentlich mein Urquell? Zieh diesen Geist von seinem Urquell ab. Und für ihn kannst du ihn erfassen auf deinem Wege mit hinab. Beim Mephisto geht es immer abwärts. Geht immer abwärts. Deinem Wege mit hinab. Und steh beschämt zur Seite, wenn du erkennen musst, ein guter Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges wohlbewusst. Das ist der Witz der Sache. Das ist Marketing. Das ist Werbung. Damit können Sie das Prinzip der Werbung hervorarbeiten, indem Sie sagen, appellieren wir an den dunklen Drang. Persuative Werbung unter die Gürtellinie. Appellieren wir an den dunklen Drang oder appellieren wir an den rechten Weg? Das müssen wir uns fragen bei jeder Maßnahme. Wir als Unternehmen, in der Art und Weise, wie wir kommunizieren, aber als Eltern auch, wie wir mit unseren Kindern umgehen.
wie wir mit anderen Menschen umgehen. Appellieren wir an den dunklen Drang oder appellieren wir an den rechten Weg? Das ist ein ganz einfaches Kriterium. Und ich habe zu meinen Studenten immer gesagt, kaufen Sie sich eine beliebige Illustrierte. Blättern die Illustrierte durch. Und bei jeder Werbung, die Sie sehen, fragen Sie sich, wird hier an den dunklen Drang appelliert oder an den rechten Weg? Und machen Sie das auch mal. Da werden Sie staunen. 80, 90, je nachdem, was Sie für eine Zeitung gerade haben, 80, 90, 95% wird appelliert an den dunklen Drang. Und das ist das Schlimme, was wir Erwachsene machen, dass wir unsere nachwachsende Generation, also die Kinder und die Jugendlichen, diesem Bombardement aussetzen, diesem Beeindruckungsbombardement. Der Appellation an den dunklen Drang. Gehen Sie mal wirklich die Werbung durch. Sie werden in Tränen ausbrechen, glauben Sie mir. Und dann beschweren wir uns über das, was da kommt. Der dunkle Drang. Und glauben Sie mir, es gibt niemand hier im Saal, der diesen dunklen Drang nicht ausgesetzt ist. Oder ist jemand dabei? Die Hand hier, ne? Freiwillige vor, ne? Sozusagen. Jeder hat in sich den dunklen Drang. Ne? Sogar Priester und Mönche. Wir haben es ja gerade erlebt. Ne? Lehrer. Ärzte. Mit Erziehung Beauftragte und so weiter. Es ist ja unglaublich, wie die Menschen dem dunklen Drang ausgesetzt sind. Doch steh beschämt zur Seite, wenn du erkennst, ein guter Mensch in seinem dunklen Drang ist sich des rechten Weges wohlbewusst. Und ich erzähle Ihnen das deswegen, einfach weil ich hatte das nicht vor, Ihnen zu erzählen, aber so wie Sie vor mir sitzen, ne, so konzentriert, habe ich gedacht, das kann ich Ihnen vielleicht zumuten. Das ist das, was Sie eigentlich, mit dieser Haltung muss man seinen Mitmenschen gegenübertreten, ne? Mit dieser Haltung. Man muss sagen, er äußert sich besonders einem Pubertierenden. Ne? Und gibt ja Männer, die pubertieren noch mit 45. Ne? Sage ich jetzt mal wegen der Frauen hier. Ne? Das ist ja schließlich unsere Kernkundschaft, die Frauen. Ne? Also, so schleimt man sich ein. Nein, also, dass man das unterstellt und sagt, der ist nicht so, wie er ist. Der ist eigentlich ganz anders. Aber er äußert sich jetzt so. Er äußert sich jetzt so. Und ich muss ihm das unterstellen. Das wäre Interesse für den anderen. Und das wäre echte Menschenliebe, ne? Nämlich die Steigerung von Interesse ist ja Liebe, ne? Bekanntlich. Ne? Und gibt es so einen Schlager, ne? Mit Liebe geht alles besser, glauben Sie mir. Mit Liebe geht alles besser. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.